Hallo zusammen und willkommen zurück bei jonglierversand.de. Ich bin Eva und ich darf euch heute unsere verschiedenen Flowersticks näher bringen. Erstmal ganz kurz der Unterschied zwischen einem Flowerstick, also übersetzt Blumenstock, und einem Devilstick, dem Teufelsstab. Ja, ein Flowerstick, der hat hier an den Enden Pinsel und der Stock ist gerade. Ein Devilstick hat keine Pinsel, der Stock geht von der Mitte nach außen, läuft er leicht auf. Ja, den schauen wir uns ein anderes Mal an. Wir haben gleich zu Anfang unseren Flowerstick Pop. Der Pop, der spielt sich am ehesten so ähnlich wie ein Devilstick. Er hat in der Mitte auch eine schöne Markierung und ist mit Tape umwickelt. Hier und hier, dass er einen guten Grip hat. Wir verkaufen den ohne Stöcke. Deswegen ist er ein bisschen billiger. Ihr könnt euch eure Lieblingsstöcke in verschiedenen Farben, könnt ihr euch einfach dazu aussuchen. Ich zeige mal kurz, wie der so schön hin und her rollt. Wunderschöne Farbmuster dabei. Als nächsten haben wir unseren Play Power Flower. Der hat nicht nur ein lustiges Wortspiel, sondern auch noch eine super Eigenschaft. Er ist biegsam. Er hat einen Plastikkern. Dieser Plastikkern, der macht das Ganze ein bisschen flexibler. Ist einfach, wenn man das mag, ist das perfekt. Hier dreht sich auch sehr schön auf, hat an den Enden Plastik. Wunderbar zum Drehen, wunderbar zum Halten, hat auch eine gute Haftung. Wenn man will, mit diesen großen Enden kann man den auch schön einhängen und spielen. Unser nächster kommt nicht nur mit einer schönen Tasche dazu, sondern hier haben wir unseren Bravo Pro. Hat Gummi an den Enden, super einfache Farben, guter Grip, zweifarbige Stöcke, Spielung easy. Dann auch von hier ab bis rüber sind alle mit Silikon umwickelt. Ist auch noch sehr gut. Tja, unser nächster hier haben wir schon eine große Besonderheit, was auch die anderen zwei haben. An den Enden, an den Pinseln gibt es Kunstleder. Kunstleder macht, dass sich die Pinsel schöner noch aufdrehen. Das heißt, bei dem Aufdrehen wird auch die ganze Bewegung etwas verlangsamt. Sieht nicht nur schöner aus, sondern lässt sich auch noch einfacher kontrollieren. Genauso beim Hin- und Herspielen ist die Kontrolle damit super gut. Grip super. Wenn ich sage Grip super, hier beim Neo gibt es noch einen besseren Grip. Das sind schon wirklich die Pro-Stöcke, soll ich sagen, würde ich sagen. Das hier ist der Picasso. Kommt nicht nur in schönen Farbmustern auf den Stöcken, sondern auch noch mit einer noch verbesserten Haftung. Heißt, wenn man hier den hochhebt, ihr seht es schon, beim Hochheben hält er fast wie von alleine. Man muss gar nicht mehr viel machen. Ja. Und jetzt kommt zu allerletzt unser richtig besonderer. Das hier ist ein Bravo Elements Custom. Es gibt den Bravo Elements, aber bei uns findet ihr den selbst mit dem Hersteller zusammen entwickelten Custom Made. Das heißt, hier diese Pinsel sind nicht nur mit schönen Details außenrum gearbeitet, aber ist genau auch noch die richtige Anzahl und Größe, dass dieser wirklich sich wunderbar drehen und kontrollieren lässt. Ja, ich sag mal viel Spaß beim Stöbern und daraus suchen, was ihr am liebsten mögt und vor allem viel Erfolg!